Das ist der finnische Vize-Europameister Tero Pitkämäki, der beim Abwurf Probleme hat. Sein Speer verfehlt den Zielsektor, fliegt Richtung Laufbahn und trifft dort den französischen Weitspringer Salim Styri. Genau in den Rücken. Styri, der den Speer natürlich nicht kommen sah, sackt geschockt in die Knie und wird sofort behandelt. Zum Glück ist die Wunde nicht lebensgefährlich, aber Rippen könnten gebrochen sein. Auch Pitkämäki ist mit den Nerven am Ende. 30 cm höher und da wären keine schützenden Rippen.